und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moonlighter. Wir sind vollgepackt bis oben hin und so. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt nicht langsam zurückgehen sollte. Uff, das tat weh. So. Schön Zeit lassen dabei. Ich glaube, ich mache einen. Ich kann keinen taktischen Zug, aber ich kann einen taktischen Trank saufen. So. Boah. Das war mehr Spannung, als ich wollte. So. Zerstört den Gegenstand in diese Richtung. Artefakt wird beim Verlassen des Dungeons verschwinden. Das habe ich wirklich noch nicht so ganz verstanden, was das ist. Sei mir aber auch egal. Ich würde sagen, da das einfach gar nichts wert ist, tun wir das auf jeden Fall mal hier rein. So, was ist das wert? 5. Das ist auch nicht genug wert dafür, dass ich das jetzt aufbewahre. So. Die Ranke würde ich gerne noch feststellen, was der Preis ist. Den Ast auch. Ja, das war ein zu gutes Angebot. Ja. Aber egal. Der Preis wird nicht hoch sein, deswegen nehmen wir dich mit. Und drücken uns jetzt. Ach ne, dich wollte ich auch noch mitnehmen. Ja, tschüss Äste. Und abhauen. Ab geht's. Das lief doch ganz gut. Das lief doch ganz gut. Tja. So, die Waffe ist weg. Und noch was ist weg. Gut, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber ist mir auch egal. So, jetzt erstmal kaufe ich. Keine Lust mehr im Dungeons nach Gegenständen zu suchen, überlasst diese Arbeit lieber den Profis. Besuche Le Marchand. Denn das Leben ist anstrengend genug. So, nee, den besuche ich nicht, aber ich kaufe den Laden von ihr. Den hölzernen Hut. Zum hölzernen Hut. So. Dann kann ich mir nämlich theoretisch Tränke, glaube ich, erstellen. Ich glaube aber, die Tränke bestehen aus dem preiswertesten Material überhaupt. Und das ist Murmel, Murmel. Oh, ein Kunde. Tut mir leid, dieses Buch ist einfach so gut. Alles klar, komm wieder auf den Boden. Also ich bin Eris und Betreiberin des hölzernen Huts. Ich bin eine deine Hexe, wenn es um Verzauberung oder Tränke geht. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Es sei denn, ich lese gerade ein gutes Buch. Willst du wie, Tränke? Okay. Sie kosten arschvoll Geld. Obwohl 125 geht. Wie oft sie mir dafür dann das Leben gerettet haben. Und Verzauberung. Nein, nicht mit der Waffe. Die Waffe wird auch nur noch ein Beigeschäft sein. Die wird ja nicht weiter so existieren, wie sie ist.
So, weil bald werde ich das Update mir holen. Laden auf. Laden auf. Ich glaube, eine Ladenvergrößerung würde jetzt mir erstmal den größten Gewinn geben. Ah, Kacke. Tonscherben für 100 waren immer noch zu gut. Schön, das hat sich gut verkauft beides. Dann können wir das doch direkt nochmal verkaufen. Und die Reste tun wir mal. Was waren sie denn? Jo. Dann machen sie mal auf 170. Und da wissen wir ja, dass 110 genau die gute Grenze war. Das war schön. Das gibt auch ordentlich Kohle. Weisheitsstein 100. Ich fange immer mal mit 100 an. Ich werde jetzt mal das Eisen hier ablagern, weil das will ich tatsächlich nicht verkaufen. Ich hätte nachgucken sollen, was ich... Oh. Okay. Das war ein bisschen zu viel. Vielleicht? Okay. Die Linsen werden gerne genommen. So, dann der Stofffetzen, den brauche ich vielleicht, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Mache ich auch mal 200. So, 4000. Ich kann mir das Schild kaufen, wenn ich die Ressourcen dafür habe. Aber so 1000 würde ich gerne auch noch verdienen, damit ich mir noch den, Oh, der Stofffetzen war immer noch zu gut. Mit 120 vielleicht. Stofffetzen nochmal auf 400 vielleicht. Oh, das war auch zu gut. So, das ist schön. Ich habe jetzt den Preis to go gefunden. 120 war Preis to go. Dann machen wir mal 130 und gucken, ob das jetzt weh tut. Weil sonst können wir ja noch höher gehen. Mit der Ladenvergrößerung wäre es eigentlich auch ganz cool. Ich könnte auch bis zu 8000 sparen, um die Ladenvergrößerung zu machen. Ich glaube, das... Okay, das war jetzt zu teuer. Das war auch zu teuer. Ja, waren alle drei zu teuer. Okay, du gehst auf 125, 121. du gehst auf 300 runter und du gehst auf 300 runter. Gut, das hätten wir. So, dann werde ich mal dich auf 310 setzen. Immer noch zu teuer. Dann den Stoff. 200 war zu gut, dann machen wir mal 250. Die Bücher. Bitte erstmal nur eins. Und das machen wir mal direkt auf 400. Obwohl das zu viel sein wird wahrscheinlich. Obwohl die Bücher waren in der goldenen Truhe. Ey, mach ich lieber auch mal sogar auf 500. Auch wenn ich es nicht verkaufen tue.
Gut, 250 für Stoff ist gut. Okay, das war zu niedrig, zu hoch. Oh, beides war sehr brutal. Okay. Also, Amulett war zu preiswert und Stein war zu preiswert. So, Amulett wird dann höher gemacht auf 800 und Stein auf 200. Ein Buch mache ich mal auf 500 hoch. Oder habe ich 500 schon abgehakt gehabt? Sorry, warte mal gucken. 500 war zu viel. Wir machen 300. Oh, der Stein ist immer noch mehr wert. Das Buch ist auch ein bisschen mehr wert. Okay, dann machen wir hier mal 300. 400 raus. 400. So, dann. Die war auch viel zu gut. Ich würde da auch mal 400 machen. Und der Meißel wird auch wahrscheinlich um die 800 wert sein. Oder? Aber es wird langsam dunkel. Aber ich kann mir die Ladenvergrößerung erreichen. Ich kann mir die Ladenvergrößerung erreichen. Perfekt. Ich kann mir die Ladenvergrößerung leisten. Oh, das ist noch mehr wert. Warte, dann. Boah, da muss der Meißel aber auch höher. Okay, der Meißel war zu teuer. Entscheidet euch doch bitte mal. So, alter Golem-Entwurf. 1000. Und da war 110. 115. Oh, der alte Golem-Entwurf. Oh, das ist zu teuer. Dann gehen wir mal auf 500 runter. Wenn der so teuer war, dann sind wir mal lieber vorsichtig. Alles okay. Das war gut erreicht. So, das möchte ich tatsächlich behalten. Und der Rest kommt einfach mal hier rein zu verkaufen. Das war doch ein erfolgreicher Tag, würde ich sagen. Jetzt gehen wir mal weiter und machen einmal die Ladenvergrößerung. Dieser Ladenerweiterung erlaubt Händlern das Dekorieren, um ihre Kunden zu erfreuen und fügt zusätzliche Plätze für Gegenstände hinzu. Sieht wieder wie vorher auf. Das nenne ich eine ordentliche Arbeit. Was man erkennt, kein Unterschied. Naja, Schönheit kommt von innen. Okay. Gegenstände werden nicht im Notizbuch vermerkt, wenn sie keine neutrale Beliebtheit besitzen oder ihre Wertschätzung von Reichen vorgenommen wird. Spenden. Jeder Besucher legt seine Zahlung ein großzügiges Trinkgeld bei. Das ist schön. So, ich möchte nämlich jetzt kurz mal hier hin. Obwohl das, da kann ich das erstmal wieder reinpacken, weil das brauche ich tatsächlich nicht. So, und dann, war die Frage, war das zu preiswert? Nein, das war gut. Dann machen wir mal 210. Hier müssen wir wahrscheinlich auskundschaften, oder? Uraltes Gefäß, sagen wir mal 400. Müssen wir auskundschaften. Auch 400. Und da war 100 gut. Dann machen wir auch mal 110. So, dann habe ich das nämlich erstmal weg. Von meiner Hüfte. So, dann werde ich jetzt rausgehen und
Kann ich irgendwie gucken, was ich brauche? Wie fürs bessere Schwert? So, ich möchte das bessere Schwert haben. Wo ist es? Schild und Schwert, hier. Das hier. Ich benötige was? Warte mal. Wunschliste hinzufügen. Also, ich benötige 5 Hartstahl und ein Reliktding. Okay, das hätte ich ja gehabt. On point. Und einen Speer finde ich tatsächlich auch äußerst praktisch. Der benötigt das gleiche. Das ist ja ganz cool. Okay, ich nehme die neutrale Rüstung, glaube ich. Die Eisenrüstung. Die gibt mir mehr Leben. Dafür brauche ich Eisen. So, und ich möchte auf jeden Fall erstmal den Speer haben, den möchte ich auch dazu fügen. Ich finde es nämlich ganz cool eigentlich, mit dem Speer zu arbeiten. Ist auch mal was anderes, sonst habe ich eigentlich immer den Bogen genommen. Der ist natürlich auch noch eine Möglichkeit für die Reichweite. Wir werden mal gucken. Let's go. Das muss oben oder unten sein. Ah, den brauche ich. Das sind die Gegenstände, die ich brauche. Ich verstehe. Ist das Ei? Okay. Das hätte ich nicht erwartet. Woran hätte ich das sehen können? Weil es da glänzt. Okay. Gab's nichts für? Ah, Kacke. Oh nein. Autsch. Okay, heute stelle ich mir aber auch ein bisschen nicht kompetent an. Okay, lesen. Warum verschwinden unsere Geräte? Ganze Kammern voller Materialien bleiben unangetastet, aber Lagerräume und Kisten mit unseren grundlegenden Geräten verschwinden regelmäßig. Nein, 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 nicht nochmal. So, das Ding heilt einen. Das ist schön. So. Okay, da ist ein Boss. Oh. Au. Au.
Okay, schön. Schön, schön, schön. Okay. Das war der erste Dungeon-Teil. Okay, 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 jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich möchte den mit dem Stoff. Das ist schön. Stoff kommt hier hin. So, der kommt jetzt erstmal hier hin. Okay, das ist gut, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. So, ich möchte... Warum geht das nicht zusammen? So. Linse, liebstes, okay, neues Zelt, heute wurde mir wörtlich Stein in den Weg gelegt, genauer gesagt wurde ich von einem lebendigen Stein angegriffen, kann man sich so etwas vorstellen, ein Stein, der sich von alleine bewegt, ich tat, was jeder vernünftige Mensch in dieser Lage tun würde, ich habe ihm einen Zübel gezogen, er ist auf dem Boden zerbröselt, und hinterließ sein steinernes Herz. Kern, wie wir ihn jetzt nennen. Einer der vielen Schätze, die man nur in diesem Dungeon finden kann. Gefunden bei einer Wache, die man nur in diesem Dungeon antrifft. Jeder Dungeon sticht durch sein einzigartiges Inneres heraus, als wäre ein Teil einer eigenen Kultur. Okay, jetzt mal kurz... Ich überlege gerade, ob es sinnvoll ist, jetzt hier noch weiterzumachen. Oder... Uff, riskieren, nicht riskieren. Nicht riskieren. Ab geht's. Abhauen. Einfach abhauen. Ja. Das lief doch gut. Ansehen. Ein Wachgeschütz, das nicht in der Lage ist, einen dauerhaften Wasserstrahl abzufeuern. Ein winziger Schleim aus dem goldenen Golem-Dungeon, welcher der Waffe seines Meisters einen Betäubungseffekt verleiht. Okay, das wird interessant werden. Bevor wir jetzt aber den Laden eröffnen, würde ich gerne gucken, ob ich nicht lieber meinen Trainingsspeer... in die fehlen die Münzen kleiner. Da hat er recht, die fehlen mir tatsächlich. So,
Warte mal. Kurz gucken. Ich muss mal kurz zusammenrechnen, was ich überhaupt brauche. So. Also, ich brauche wie folgt. Davon 5 Stück habe ich 6 im Besitz und 2 Relikte. So, für meine Rüstung brauche ich alles Erde, was ich sammeln kann. Okay. So, das heißt, wir verkaufen heute nicht. Also, das hier verkaufen wir alles nicht. Das Amulett nicht. Und die Erde auch nicht. Der Rest müsste frei zum Verkauf stehen. Jetzt gehe ich nochmal schnell raus, um mir nochmal einmal abzusichern. Okay, die brauche ich auch. Die brauche ich auch und die, wahrscheinlich weggeworfen habe, aber die Scherben. Gut, das heißt, das wird alles erstmal gespart. So, der Rest und die Scherben brauche ich auch noch, genau. Rest kann ich aber verkaufen. Ab geht's. Let's go. Hallihallo, herzlich willkommen in meinem Laden. Der ist mittlerweile ein bisschen größer geworden. Der hat sich anscheinend gelohnt. So. Schleifstein ist absoluter Schwachsinn. Der kann da noch drauf. Der kann nicht drauf. Der auch nicht. Der auch nicht. Der Stoff würde ich auch verkaufen. Das ist okay. Okay, das war zu teuer. So, was war mit dem Stoff los? 250, machen wir mal 260 daraus. So. Gucken wir mal, ob das besser geht. Gucken wir mal, ob das besser läuft. So, 4000 für die nächste Waffe ist schon mal eine gute Investition. Die habe ich auch wahrscheinlich relativ safe drin. Wenn er jetzt meinen Stoff mag, habe ich den drin. Ja, doch, habe ich. Schön. 260 ist auch okay. Wie sieht es mit 270 aus? Also, liebe Leute, mein Laden ist... Gut. Ich gebe schon auf. Machen wir mal 210. Okay. Es ging jetzt viel zu schnell. So, warte mal. Der war zu teuer. Dann wird er auf runter 400. Der war nicht zu teuer. Der war zu teuer. Dann geht er auf 600 runter. Der war nicht gekauft worden. Gefäß war nicht bestätigt. War zu teuer. Geht auf 300 runter. So, jetzt will ich aber noch 220 mal rausjagen. Und wir machen
Die Schwerter. Okay, die Gefäße sind zu teuer. Die sind anscheinend überhaupt nichts wert. Ich tue mal auf 200 runter. Das ist Halbierung des Preises. Das ist die Halbierung des Preises. Okay, das ist zu teuer. So, 50 war zu wenig, 400 war zu viel, machen wir 200. Okay. Schwert war zu teuer. Gehen wir wieder 65 runter. Die Goldsachen waren gut. Goldrune. Okay, dann machen wir mal 420 und tun das noch. Uppala. Wir verkaufen das jetzt alles in einem. Irgendwie ist die Synchronität manchmal nicht ganz. Okay. Wir machen mal 190. Ich habe doch da eben Gefäßung. Ah nein, ich habe da noch nichts so gekauft. Stopp, 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 stopp. Okay, das Ding ist anscheinend auch keine 400 wert. Das ist schön. Okay, die Beliebtheit ist niedrig momentan, okay. Dann machen wir mal auf 90, aber weiter runter werde ich nicht gehen. Oh, Leute. Muss das sein? Mach ich die Kotze ab. Es ist zu teuer, es ist preiswert gewesen, egal. Wir machen ja hier noch immer Gewinn. Willst du mir ja sagen, die Beliebtheit ist jetzt so krass gesunken, dass ich das Ding nur für 50 oder 60 wegkriege? Okay, Wurzeln für viel zu verkaufen ist immer noch zu gütig. Okay, 250 nehmen wir. Dann machen wir mal noch 260 daraus. Okay, aber so, dann kommen die uralten Gefäße zurück. Wie viel habe ich heute gemacht? 7000. Das war nicht das, was ich wollte. Aber okay. So, ich brauche dich. Ich brauche dich. Und was brauchte ich noch? Dich? Nein. Da ist mal nichts. So, dann brauche ich dich. Ah, da habe ich nicht genug dieser komischen Zahnsteine. Aber ich kann mein Speer updaten. Ich würde aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder Moonlighters spiele. Moonshiner. Ja, Moonshine. Komm, gehen wir mal ins Alkoholbrennen hinein. Schön. Genau. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.